Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen-Orakel am 22. Mai 2019. Ich hatte eine ganz nette Überraschung erlebt heute. Unserem lieben Stein, das ich verbreiten möchte, hat ein Privatdetektiv beauftragt hier auf Mallorca und dieser Detektiv hat mich heute besucht auf unserem Finca. Ich freue mich sehr für diese Aufmerksamkeit und so werde ich nicht in Vergessenheit geraten. Und das freut mich sehr und ich bin überrascht auf die nette Gestik, was kommt als nächstes. Aber bei mir kommt die drei Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen und das schauen wir auch an. Ah, ein Diebstahl. Und das in seinen Gedanken. Das heißt, entweder war tatsächlich Verlust da oder ein Diebstahl und er macht viele Gedanken darüber oder ein Gedankenmuster wird er in die nächste Zeit verabschieden. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Ach, es hängt alles in der Luft. Er braucht aber Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter seinen Füßen. Was soll er tun? Einfach 180 Grad drehen und etwas mit anderen Augen betrachten. Dann hat auch die Klarheit und die klaren Gedanken. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Und das zeigt hier diese Karte. Er beherrscht die Luftelement, trifft klare Entscheidungen oder wird etwas aufgeklärt. Und die vierte Karte ist eine zusätzliche Botschaft. Und das heißt, all das, was ihr gerade vorhabt, eure Ziele, werdet ihr erreichen und das symbolisiert hier diesen goldenen Palast. Und das waren meine drei Fragezeichen-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.